Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Via La Seed FIFA 16. Wir, das sind der Janneboy und Justin. Ja. Hi. Ja, What the fuck? Das ist ein bisschen laut. Der erste Fail in der Aufnahme, es läuft doch. Ja. Also wir spielen die Demo, wie ihr da lesen könnt. Ja, also... Es sei denn, ihr wart noch nicht zur Schule. Ja, also ich bekomme auch noch das Richtige für die Xbox. Das heißt die Vollversion? Ja! Auf Deutsch gesagt? Ja. Ich bin auch mittelschwer. Ja. Das ist egal, wie viel Fall wir da nehmen, nur Wasser, weil ich passe immer. Ja. Ich bin Football. Ja. Also in einem Part werden wir das Team auswählen und in anderen werden wir mit dem Team spielen. Ne? Ja, das können wir dann nehmen. Aber lass mal hier mein Lieblingsfoto nehmen, die ich mir finde. Ja. Mach die gern. Ich auch. So, Kapitän. Lukas, Hazard, Roy. Okay, dann nehmen wir den Robert in den Sturm. Und dann bauen wir uns mal das Team rund um Lewandowski. Was passt zu Lewandowski? Nee, ist nix polnisches und nichts aus der ersten Liga. Dann nehmen wir Neymar, weil Neymar cool ist. Ja. Nehmen wir so falls ein Spieler, der kann was. Dann noch. Ist da was? Was? Ja, Messi. Ja, du. Scheiße, Messi, ne? Wir brauchen noch einen Barca. Was nehmen wir hier? Vielleicht irgendwas aus der spanischen Liga. Ja. Dann kommt hier, wer ist das? Ist Gavi. Gavi ist ganz gut. Gavi oder hier der andere Gomez? Den nehmen wir. Wenn man jetzt so guckt, würde ich Gabi nehmen. Okay. Ist auch schneller vom Tempo her. Dann nehmen wir den Captain von Atletico Madrid. Wer passt zu Gabi? Ist nichts am Start. Vielleicht noch irgendwo. Weil du aus welchem Land kommt Gabi? Wie mache ich das? Genau. Gabi kommt aus Spanien. Spanien ist auch nicht am Start, das ist egal. Japan. Dann nehmen wir Oscar, für Oscar cool. Ja. Obenda, Rafinha. Also ich würde sagen, wir nehmen Rafinha, weil guck mal. Stimmt, ja. Ja, das heißt, das wird da verbinden mit Barcelona und hier. Und hier mit Oscar, weil beide Brasilianer ja sind. Ja. Oder in dem Fall hier, aber Mendy, der verstanden. Rafinha. So, was haben wir hier? Louis Schmidt. Alla! Nee, musst du Neymar passen. Also entweder. Das stimmt. Da würde hier. Er würde, glaube ich, einen grünen nehmen und er noch einen gelben hier. Ja, nee, er wird auch. Okay. Ja, dann. Okay, wir nehmen 81 Tempo. Wir nehmen Louis, der schneller. Ja. Savic, Matthias, Grittel, Adebayor und Ranocchia. Dann nehmen wir ihn hier und einen grünen links zu Luis hat, weil er auch bei Athletik ist. Ja, stimmt, ja. Was haben wir hier noch? Super Tisch, Martina. Pass auf, wegen dem. Ja. Ich glaube, da passt Martina so ein bisschen nach Spanien. Hier passt gar nicht, okay. Yeah. Fermal passt. Er spielt dann in Spanien, auf jeden Fall. Was schwirft jetzt gar nicht, weil Savic aus welchem Land kommt? Aus Marokko, glaube ich, ist das. Oh ja, okay, wir müssen vermalen ihn erstmal. Ja. DeMarco, Carvajal, Juan, Fran, Michael und Abloa. Wir haben da Messi, da würde eigentlich am meisten. Eigentlich nicht am Anfang jetzt hier im Stadion. Der eine hat 90 Tempo. Wir können. DeMarco ist ein geiler Mann. Ja, der würde sogar. Ja. Na, dann gucken wir ein Tor. Das muss am besten ein Spanier sein oder jemand, der in Spanien spielt. Neuer. Ja, aber nee, stimmt. Ja. Ach, scheiße, Nummer. Scheiße, Nummer. Hatten wir letztes Mal auch mal Neuer, ne? Ja, das haben wir eigentlich aufgenommen. Wir hatten letztes Mal Neuer und Messi auch. Ja, nehmen wir. Okay, pass auf, wir brauchen ja so ein Lopez. Das ist egal, das ist ein Ersatztor. Wer ist der Beste? Das bist du hier. Ja. Das ist Diego Lopez. Okay,
Warte mal, wir Sergio Ramos, Junge. Er spielt in Spanien, ist Spanier. Stimmt, der passt halt nur nicht zu Neuer. Ja. Minus 3, plus 3. Plus 3, ja. Aber wir haben ja noch einen. Ivanovic, Alex. Aber oh, eigentlich, ne, könnten wir das Spiel sogar noch schaffen. Guck mal auf die Zeit. 5:30. Ja, okay, also ich. Oh, mal gucken. Piqué. Ja. Okay, Chemie bleibt, aber Piqué ist halt deutlich besser. Und dann ja, sieht schicker aus mit dem zusätzlichen grünen Link. Ja. Okay. Hilft uns nichts. Wir könnten Reus nehmen, ja, um hier Lewandowski zu hier verlinken. Da hätten wir auch eine Fünf. Aber dann müssen wir auf Neymar verzichten. Ja. Und wir haben ja halt hinten in der Verteidigung auf die Spanier gebaut. Also macht Reus eigentlich keinen Sinn. Nee, eigentlich nicht. Aber man kann ihn auch selbst einwechseln, klar. Ja, ja. Wir wollen dann auch einen beliebten spanischen Stürmer. Oh, Bale. Oh, ich will Bale haben. Ja. Ey, pass auf. Plus ein Chemie, wow. Ja, immerhin. Ja. Wir brauchen, ja, Sturm brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Nee. Totti ist mega, dann guck mal, Stürmer mit 40 Tempo haben wir noch nie gesehen. Leute. Wilfried Boni finde ich auch mega geil. Sehr mag ich nicht. Ist egal, wer ist nicht. Nehmen wir Lavezzi mal. Lavezzi ja, 83. Der kann was. Oh. Dann würde ich den Gredo nehmen. Oh. Er bringt uns ordentlich in der Chemie nach oben, wenn er in Spanien spielt. Ja, ja, aber Tempo ist jetzt nicht so der Burner. Ja, ist ja egal. Ich über 16 Monate mit Tempo. Was? Das wird jetzt minus 6. Ja, der Punkt ist aus. Plus 11. Oh. So. Krass. Dann der nächste bitte. Und es wird? Wasch den Raum, wenn ich reinmache. Und aber guck mal, wo brauchen wir noch was? Also, ein Torwart, Neuer hat halt zwei rote Links, oder? Ja. Und wir brauchen halt noch einen neuen ZOM, weil Oscar hat ja auch einen roten Link. Und wenn Oscar vielleicht einen grünen kriegt, haben wir 100 Chemie. Stimmt. Also müssen wir eigentlich einen neuen ZOM haben. Ja. Also wir brauchen einen Offensivmann, der Spanier ist, oder in Spanien spielt. Davon gibt's hier nichts. Nee. Also nehmen wir Mascherano, wenn er in Spanien spielt. Ja. Was ist denn das geil? Ich hoffe, man hört uns. Ja, muss ja nicht funktionieren. Ja. Weil ich glaube, wir machen noch zwei Parts. Ja, glaube ich. Ja, wegen der Zeit. Habe ich doch gesagt. Ja. Also ich will mal was ausprobieren mit Dani Alves. Oder wir nehmen hier Fernandinho, aber Fernandinho passt halt nicht. Nee. Aber Dani Alves passt mir in Spanien. Stimmt. Eigentlich schon, ne? Ich will mal was ausprobieren. 98 für mich also jetzt. Wir brauchen noch plus 2. Okay, das verändert nichts. Schade. Ja, das hätte was gebracht. Okay, dann. Nein, das Netzwerk Alves hier hin, weil geiler ist. Ja. Und dann kommt. Da haben wir einen Schalter. Hallo, da kommt hier Oscar hin. Und dann haben wir wieder die 98. Ja. Lohnwärts genug an Testegen. Der hat zwar um 8 Punkte weniger als ja, Neuer, aber der bringt uns auch nach vorne. Ja. Der bringt uns plus 2 Nummer Chemie. Haben ja, doch. Weil er halt in Basel spielt. Ja. Aber Neuer spricht ja. Vielleicht immer, ne? Neuer würden wir. Oh, Toni Kroos, der passt perfekt. Stimmt, ja. Pass auf, weil erst Toni Kroos auf die Bank hier. Wir brauchen Savic nicht. Und den Neuer auf die Bank für den guten Diego Lopez. Und dann kommt Toni Kroos, wo habe ich ihn? Da habe ich ihn hingepackt. Und Toni Kroos nimmt dahin. Das verändert zwar nichts, weil wir zwar schon 100 Chemie haben, aber es sieht schön aus. Und Toni Kroos hat einen geilen Fluss, der kann so gut spielen. Ja. Ich mache ihn so gerne, Toni Kroos. Wir haben ja 100 Chemie, sein Scheißegal. Ja, eigentlich schon. Ja, nehmen wir genug, aber er geil ist. Ja. Okay, noch ein Manager und dann war es schon für den Park hier. Ja. Ja. Ach, gut.
einfach weiter auf Wettermann. Der bringt uns nichts. Wir gucken einfach mal so. Der bringt uns auch nichts. Der bringt 1, 2, 3, 4. Der bringt uns 4. Der bringt uns nichts. Jose Mourinho bringt uns auch nichts. Ja, also wieder. Okay, dann das ist die Vorschrift. Übersicht? Ja. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Part, wo wir das Spiel spielen. Ja, gut. Tschüss.